Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Rush. Ein geiles Tower Defense Spiel von Ironhide Game Studios. Das mir ziemlich gefallen hat. Das gab es schon früher im Browser. Und ja, doch, dass es Steam. Auf Steam zu bekommen ist, dachte ich mir, ich kauf's mal auf Steam und süß mal. Habe ich schon länger. Und ja. Mir hat das damals sehr gut gefallen. Deswegen haben wir es mir auch gekauft. Ja, schauen wir mal, was es noch so gibt. Eine Neuerung, die es zum Browser nicht gegeben hat, ist der Hero Room. Da kann man noch ein Anlocken eines bestimmten Levels einen Helden freischalten und mit dem kann man dann spielen im Spiel drin. Ja, manche schaltet man erst nach Beendigung des Spiels frei. Ich spiele mit dem Bogenschützen, der zweite Held. Der erste ist der Ritter, der war nicht so geil, aber der Bogenschütze ist fett. Und also im Sinne von cool zu spielen. Und mit dem kannst du dich halt dann im Spiel frei bewegen halt. Wie wenn es deine Figuren halt bewegst. Ich weiß, ich sag ganz schön oft halt. Naja. Oh, alles super. So, ja, Upgrades, da kann man sich halt upgraden, seine Soldaten, seine Fähigkeiten, seine Türme. Und wir starten einfach mal das erste Level. So, es gibt vier verschiedene Türme, den Bogenschützen, den Ritter, den Magier und den Kanonenturm. So, jetzt stelle ich meine Ritter auf. So. Bogenschützen und den Magier. Es ist immer sinnvoll, die Einheit so hinzustellen, dass sie die Gegner auf, die feindlichen Einheiten aufhalten und dann die Bogenschützen, also die anderen Türme drauf schießen können. Das ist ziemlich nützlich, die Taktik. Den schaut einfach mal. So, da ist mein Held. Jetzt kann ich halt frei rumlaufen, wie ich gesagt habe. So, kommen sie schon. Ja, also man bekommt, wenn man oben auf den Button klickt, dass die nächste Welle kommt, bekommt man mehr Geld und die Fähigkeiten laden sich schneller wieder auf, dass man sie halt wieder schnell einsetzen kann. Die ich auch noch in diesem Level, glaube ich, freischalten werde. Aber ein bisschen später. So, ja. Die Anfangslevel sind ein bisschen langweilig. Ah ja. Jetzt haben wir die erste Fähigkeit schon. Die hilft mir, ein paar Bauern zu beschwören, also Nahkämpfer, die genauso wie meine Ritter die Gegner aufhalten. Sind halt nicht so gut, aber wenn man sie upgradet, dann geht's eigentlich schon. Was auch cool ist, du kannst mit manchen Sachen hier interagieren, also mit den Schafen oder mit den Windrädern. Genau. Dann kann man sich spielen, wenn man mag. Ja, gut. Die Level sind ja jetzt nicht so spannend. Also die ersten paar. Später geht es dann richtig zur Sache. Einfach mal eine X-Welle rufen. Ja, wissen wir schon. Dass wir die Gegner irgendwo hinsetzen können. Ja. Und sollte auch immer aufpassen, dass keiner durchkommt. Sonst könnte das mal ziemlich in die Hose gehen. Naja, man hat halt 20 im Leben. Und es können insgesamt 20 Gegner in die also in deine Base, also rechts bei dem beim Helden raus. So. Ach ja, jetzt haben wir den Kanonenturm gebaut, der macht ziemlich viel Schaden. Ah ja, hier ist schon die nächste Fähigkeit.
der Meteorenregen oder so. Der ist sehr nützlich bei mehreren Gegnern, aber auch braucht eine Zeit, bis man ihn castet. Ja, das war's schon. Geil. Ja, man bekommt fürs Abschießen, je gut man war, je gut oder schlecht man war, bekommt man 3 Sterne. Also wenn man ganz gut war, 3 Sterne, wenn man schlecht war, weniger. Und man durch diese Sterne kann man Upgrades kaufen. Dadurch, dass ich das Level aber schon abgeschlossen habe, hatte ich halt diese Sterne schon. Deswegen bringt man das. Kann man sich halt hier Upgrades kaufen für Türme, Einheiten, Fähigkeiten. Ja, haben wir das erste Level geschafft. Ja, haben noch Zeit für das nächste, würde ich sagen. Bitte. Ja, es gab hier noch den Heroic-Modus und Adrian. Aha, Upgrade 1, Neues. Ja. Ich muss auch leider dazu sagen, etwas passiert, dass ich diese Folge, gleich die erste sogar, nachsynchronisieren muss. Deswegen bin ich manchmal desorientiert, weil ich vergessen habe, mein Mikrofon einzuschalten. Ja, das kann passieren, wenn man inkompetent ist. Also bitte nicht wundern, wenn ich manchmal ein bisschen komisch wirke. So, erstmal einen Turm hinbauen. Ich weiß jetzt schon, was passiert, deswegen ist das ein bisschen langweilig. So, jetzt bauen wir einen Kanonenturm. Ja, und jetzt haben wir kein Geld mehr. Das ist ein echter Fehler. Ach ja, die Wölfe, die sind ziemlich nervig. Die können, wenn jetzt viele kommen, sehr schnell dein Spiel kaputt machen, wenn man keine gute Verteidigung hat. Ja, und deswegen sind jetzt die Bauern gut. Die halten halt deine, da habt ihr gerade gesehen. Man muss dieses Ding schon weit vorher casten. Da habe ich versucht, durch zwei Typen zu setzen, um diesen scheiß Wolf zu kriegen. Aber es hat nicht mehr geklappt. Ja, diesmal mache ich nicht mehr diesen Fehler. Ja, das lag daran, weil der teurer ist. Und dann konnte ich mir das mal leisten. Und zwei Türme sind schon ziemlich arschig. Jetzt kommen schon wieder diese Wölfe. Nochmal. Ach Gott, schon wieder ein Durchkampf. Ich hasse diese Viecher. So. Gerade noch rechtzeitig. Ach ja. Hier setze ich nochmal zu sich Soldaten. Das sind viele war. Also meine Platzierung ist ziemlich scheiße. Also bitte nicht böse schreiben. Ja, da habe ich versucht. Es gibt in manchen Leveln Achievements für interaktive Sachen im Spiel, wenn man was Bestimmtes kriegt. Und naja. Du bekommst ein Achievement. Also, so. Ja, die sind wieder die Goblins, das ist wieder langweilig. Oh Gott, das ist langweilig, das ist noch so cool hier. So, oh Gott, kommen da viele Gegner. Das ist nicht sehr schön. Okay,
Fehler kommen, glaube ich, wieder zwei durch. Hoffentlich nicht. Nein, nein. Ich war noch rechtzeitig. Das hat mir leider auch nichts mehr geholfen. Nein. Ach, hier ruhig, scheiße. Normal ist besser. Nehmen wir normal. Okay, und da was. Okay. Ich würde gerne jetzt schon abbrechen, aber ich muss das leider machen. Die schöne Zeit. Oh, oh, hier noch Ruten. Ja, gerade ist langweilig. Ja, das kennen wir doch schon. Das habe ich doch schon gesagt. Ja, das war hier der Fehler, dass ich gleich zwei Soldatenhäuser gemacht habe. Ich hätte da noch einen Magieturm hinstellen sollen. Schlimm sowas, wenn einer einfach reinkommt. Hier war die Musik ein bisschen zu leise. Ich hoffe, man hört mich noch. Ich kann mal schnell schauen. Ja, gerade ist es nicht ganz so spannend. Und ich weiß, es ist langweilig mir zuzuhören, doch dass ich noch so mal finde. Mir fällt einfach nicht Besseres ein. Okay. Ah, Steve. Oh. Man sollte nicht das Fenster mimieren, wo man seine Aufnahme drin laufen hat. Jetzt sieht man nicht mehr, was man macht. Hier werden es, oh Gott, noch so viel. Ich habe keine Lehrung laufen. Oh Gott sei Dank. For the King, for the King. Ich höre es nicht immer doppelt. Leider. Oh, aber gleich ist es vorbei. Okay, jetzt upgraden wir dann mal den Kanonenturm. Der macht dich richtig viel Schaden, wenn wir upgraden. Sieht's hier selbst. Ach ja, stimmt, den Helden haben wir auch noch. Den könnte ich auch mal benutzen. Ich meine, das Spiel ist zwar gleich vorbei, aber scheiß drauf. Wenn ich aufgeschaut, was passiert, sagt das mal. Sagt mir das mal, schreibt es in die Kommentare. Ja, das war ein bisschen zu laut. Da seht ihr, wie viel Schaden er macht. Boah,
Aber ich hoffe, es ist alles dann in Ordnung, wenn ich bis 40 Scheiß fertig bin. Yeah, schon vorbei. Ja. Ich weiß nicht mehr, was der gesagt hat. Ach ja. Das war, glaube ich, auch schon. Unavailable. Oder so. In der Browser Game. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen desorientiert. Ja, hier sind halt die einzelnen Türme und die Monster nochmal aufgeführt. Ich habe das so schön erklärt und jetzt muss ich den Scheiß nochmal so. Ja, und rechts sieht man halt die Werte. Oga. Ja, Achievements. Ja, das. Warte mal. Ja, da ist das. Da ist auch so ein Fluss und da springen ab und zu so Fische in einem Level. Und wenn man genau in einer Sekunde, also ein paar Millisekunden da drauf liegt, dann bekommt man einen Achievement. Und das ist ziemlich schwer. Ja gut, damit würde ich sagen, ciao.